Diesmal war es ein rundes Jubiläum. Zum 50. Mal jährte sich an diesem Wochenende die Ermordung des Südtirol-Attentäters Luis Amplatz. Heute wurde der Nacht vom 6. auf den 7. September auf der Brunner Maderalm in Passaia gedacht. Und schon gestern hielt die Schützenkompanie Griers die Gedenkfeier für ihren Leutnant Amplatz ab. Nach der Kranzniederlegung am Friedhof in Bozen-Oberau und der Gedenkmesse in der Stiftsparkkirche Griers wurde im Kulturheim Griers mit mehreren Vorträgen des Lebens von Luis Amplatz gedacht. Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Elmar Thaler, kritisierte dabei die Versuche von Historikern und rechtsgerichteten Politikern, die Gedenkfeier zu unterbinden. Auf den Brunner Madern, oberhalb von Salthaus, wo Luis Amplatz ermordet wurde und Jörg Klotz schwer verletzt fliehen konnte, hatten der Südtiroler Heimatbund und die Schützenkompanie St. Martin heute zu einer Gedenkfeier geladen. Rund 400 Personen sind zu den Hütten auf rund 1600 Metern Höhe gekommen, wo Christoph Waldner und Reinhard Romaner eine Messe feierten. Heimatbund-Obmann Roland Lang erinnerte daran, dass das Opfer von Amplatz nicht vergebens gewesen sei, auch wenn heute noch vieles im Argen liege. Eva Klotz ließ die Ereignisse der Nacht auf den 7. September 1964 noch einmal aufleben. Ihr Vater war damals durch die Schüsse von Christian Kerbler schwer verletzt worden. Kerbler war vom italienischen Geheimdienst auf Amplatz und Klotz angesetzt gewesen und konnte unter nie geklärten Umständen nach seiner Festnahme fliehen. Zum Abschluss der Feier legten die Schützen einen Kranz vor der Almhütte nieder, in der die Schüsse fielen. Okay. Das Schicksal von Luis Amplatz bewegt wohl auch deshalb die Gemüter, weil in diesem Fall gesichert ist, dass der italienische Geheimdienst aktiv mit im Spiel war, mit tödlichem Ausgang. Der Journalist Christoph Franceschini hat sich in mehreren Dokumentarfilmen mit den Südtiroler Bombenjahren beschäftigt und mit der Frage, war Luis Amplatz Terrorist, Attentäter oder Freiheitskämpfer? Ob Terrorist, Freiheitskämpfer, Attentäter, das hängt natürlich davon ab, welchen Standpunkt man hat. Ich würde sagen, er war ein Attentäter. Luis Amplatz war einer der Ersten, der um Sepp Kerschbaumer etwas tun wollte. Er war schon 57 bei der Stieler-Gruppe dabei, war ein Heißsporn, war Schütze, war SVP-Mitglied und wollte sozusagen etwas tun für das Land, wie Kerschbaumer auch im Endeffekt in Anschluss an Österreich, musste dann vor der Feuernacht fliehen nach Innsbruck, ist in der Feuernacht zurückgekommen und hat Attentate begangen, ist dann wieder nach Innsbruck und ist jeden Sommer herein und hat immer wieder Attentate begangen. Aber man muss sagen, Attentate gegen Sachen und nicht gegen Menschen. Der italienische Geheimdienst hatte großes Interesse an Amplatz und Jörg Klotz. Amplatz war einfach sehr intelligent. Er war geschätzt, auch in der Bevölkerung. Er war nicht isoliert. Er war ein geselliger Mensch. Und vor allem hat er auch große Öffentlichkeitswirksamkeit gehabt. Er hat im Frühjahr 1964 ein großes Interview dem Spiegel gegeben, mehrere Seiten. Und das natürlich hat die Öffentlichkeit, wenigstens die deutschsprachige Öffentlichkeit, aufgerüttelt. Und das hat natürlich die italienischen Behörden sehr gestört. Er ist bei einer Geheimdienstaktion zu Tode gekommen. Er wurde von einem Spitzel der Questur erschossen mit einer Waffe der Carabinieri. Es war eine perfekte Geheimdienstoperation, denn man hat ihm eine Waffe eines Carabinieri-Hauptmannes gegeben, damit er sozusagen Amplatz und Klotz im Schlaf erschießen soll. Warum eine Waffe der Carabinieri? Danach hätte man sagen können, es hat einen Feuerüberfall gegeben zwischen den Carabinieri und den Terroristen. Das Problem für die Geheimdienste war, dass Jörg Klotz fliehen konnte. Vielleicht auch deshalb, weil nicht alles unter den Tisch gekehrt werden konnte, gibt es von bestimmten Kreisen immer noch scharfe Reaktionen auf die Gedenkfeiern. Nein, es ist klar, dass jeder sozusagen, sei es auf deutscher Seite wie auf italienischer Seite, aus der Geschichte oder aus der Zeitgeschichte politisches Kapital schlagen will. Ich glaube, der Fall Amplatz wurde vor 1992 von der Staatsanwaltschaft Bozen, nämlich von Kuno Taufusser, exemplarisch gut aufgearbeitet. Ich glaube, meiner Meinung nach, das war der beste Fall, den Kuno Taufusser in seinem Leben gemacht hat. Er hat bewiesen, dass seine Geheimdienst
bzw. Polizeioperation war, dass es ein Mord im Auftrag des Staates war. Nur ist dann das Ganze dann vom Gericht recht geschickt sozusagen eingestellt worden, archiviert worden. Es ist schade. Ich glaube, man könnte hier wirklich nochmal den Gerichtsfall Louis Amplatz auftun. Der Staat und das Gericht würde sozusagen Gutes tun, wenn man hier wirklich nicht nur sozusagen ermittelt, was gemacht wurde, sondern auch zu definitiven Schlussfolgerungen kommt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht.